Fabio! Hallo ihr Hübschen, herzlich willkommen hier auf eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es um 360 Gramm Entertainment pro Seite geht. Und heute schlagen wir uns mal wieder auf die Seite unserer übrig gebliebenen Naturburschen. Es ist Zeit für eine weitere Folge 7-7 Wild, 7-7 Army, 7-11 Wild. Na, ihr wisst schon. Deadly 7 Wild. Wir gucken uns Fabio an. Ey, wir hatten gerade einen sehr guten Call, sorry, den muss ich klauen, von Mila hier aus dem Chat. Die hat gesagt, ja, rein in den psychischen Verfall. Und der ist nicht im Videotitel. Stark, sehr stark. Rein da. Einwelt irgendwie, keine Ahnung. Heute ist Einsamkeit sehr präsent. Es ist hart. Alter, ist ja, hart. Das Feuer. Das Feuer. Sah vielversprechend aus. Oder? Der hat da richtig den Turbo gezündet, Alter. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden. Ich lieb's einfach, sorry. Wir drehen ein bisschen leiser. Jeder muss mit 7 vorher. Nur ein bisschen. Gegenständen und der Kleidung am Körper ausrauchen. Ach schön, ich freue mich drauf. Das ist wirklich für mich so, man kennt das ja, ne? Man freut sich auf eine Sendung irgendwie und dann gibt's eine neue Folge und ich bin richtig happy. Ich freue mich richtig, was passiert. Wir sind jetzt Tag 4, ne? Zweite Tageshälfte, ja, Tag 4, genau. Ne? Ja. Okay. Es ist kalt, nass und hart. Ich hatte noch nie so eine Schwierigkeit. Ich habe mich noch nie so gefühlt wie gerade eben. Mir ist echt kalt, es ist unfassbar. Es wird lauter, wenn das Video anfängt. Selbst reden. Absolute Stille, absolut krass. Ich hab's verpasst wieder. Ich merke auf jeden Fall, dass das nicht so einfach ist wie gedacht. Es tut mir so leid für alle, die ich jetzt enttäusche. Ich liebe dieses Bild immer noch. Ich bin nicht für die Isolation gemacht, ey. Ohne Scheiß. Hyped, Bock, Angriff. Seven vs. Wild. Sponsored by Rhino Shield. Den muss ich mal mitmachen, sorry. Den fühle ich einfach so. 14:30. Wir haben übrigens ja Spitznamen für alle Ausgeschiedenen, ne? Haben wir? Also ich. Wir haben ja definitiv. Wir haben 4000 Meter Dave. Wir haben Headshot Niklas. Headshot Niklas. Und wir haben Heart Attack Bommel. Heart Attack Bommel. Oh, ja, sagst du. Kurz Urincheck. Wait, what? Ich muss mehr trinken. Das ist aber auch sein Ding, ne? Ja. Im wahrsten Sinne. Yes, ich hab's schon predicted. Und hier sind sie. Himbeeren. Das ist aber nicht die Stelle, wo du gerade hingepinkelt hast, oder? Fritz, bitte nicht. Da hat er sie gefunden. Boah, wie viel Holz. Da gehe ich erstmal ein bisschen was sammeln. Bruder, wie viel Holz. Bisschen mehr. Das ist aber liegendes Totholz. Das ist nass. Geil. Oh, die haben so fiese Stacheln, Alter. Das fetzt gar nicht. Ja, Himbeeren ist fies. Sauer. Süß? Sauer. Ich glaube süß. Also besser als Heidelbeeren, oder? Oh, geil. Oh. Einfach mal was anderes Fruchtiges. Mega. Geil, ich sammle noch ein bisschen und schlag mir den Magen voll. Naja, hat sich ja schon gelohnt. Hier ist die Vegetation jetzt wieder ganz, ganz anders. Krass. Jetzt ein Baum entwurzelt. Da geht's runter und von ganz da unten komme ich. Das sind mehrere hundert Meter. Auch geil hier oben. Ja, hier stehen jetzt überall Fichten. Für seinen Kalorienumsatz. Und könnt ihr euch dran. Da stehen überall Fichten. Fichten? Aber die heißen ja Fichten. Ich weiß! Ist trotzdem lustig! Was würdest du sagen, Kalorienumsatz? Ollis Leben ist nicht mehr dasselbe. Olli ist jetzt auch Mitglied in einem Fest-Sportverein. Ja, auf jeden Fall. Du wolltest irgendwas mit Kalorienumsatz sagen. Sorry, ich bin vorher reingefallen. Ja, da 100 Meter bergauf wandern, hunderte Meter bergauf wandern und so und dann halt wieder nur Bären. Schwierig. Ja, ist durchaus. An Innern und Ufer, was ich euch gesagt habe, mit diesem Brennholz, dass ich eine Säge bräuchte. Hier könnte man halt die ganze Zeit diese Äste abmachen. Lol. Und hätte easy Feuerholz. Ja, aber du musst halt transportieren. Alles voll damit. Ja. Aber da unten, wo ich bin, gibt es das nicht.
Das ist auch die Frage. Da habe ich immer noch nichts Optimales gefunden. Nah am Wasser oder nicht? Für den Bowdrill. Ich suche quasi Gräser, mit denen ich die das Gefühl, Flut entflammen könnte. Der sieht dünner aus als Tag 1. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Meinst du, 4 Tage im Grunde nichts essen, da siehst du schon schnell dünner aus im Gesicht, glaube ich. Und auch relativ wenig trinken, so, das fällt ja dann doch alles ein bisschen ein, wenn so ein paar, also gerade im Gesicht sieht man es ja immer als erstes, wenn so Polster verschwinden. Naja. Ich mir sonst nichts. Ich könnte ein Bowdrill-Set bauen und selbst wenn ich es irgendwie schaffen würde, das Ding zum Glühen zu bringen, also so Glühaschestaub zu erzeugen. Schaffe ich das ja ohne ein ordentliches Zündernest nicht in eine Flamme umzuwandeln. Glühaschestaub. Ich guck weiter, vielleicht finde ich irgendwo noch Gräser. Aber aktuell sieht es schlecht aus. Das ist eine Diablo 2 Waffe. Ja. Was soll ich sagen? Plötzlich ist hier oben wieder ein See. Aber der ist ja viel, viel höher gelegen als der, an dem ich bin. Krass. Eine komische Vegetation da, ne? Ja. Richtig schön. Aber es sieht so unecht aus, ne? Also da könntest du auch Alien vs. Predator drehen. Ja. Oder irgendein Herr der Ringe-Sequel. Nee. Zumindest haben wir ein paar Himbeersträucher gefunden. Ja, die Sonne hält sich, ne? Also hier komme ich jetzt auch nicht weiter, weil es alles sumpfig. Ja, da kannst du nicht rein. Und Gräser habe ich auch nicht. Die sind zwar da vorne ein bisschen gelb, aber da komme ich ja gar nicht ran. Und die sind unten drin alle noch saftig. Aber was ist denn mit diesen Flechten, die da unten auf dem Boden sind? Ist das Mist? Puh, keine Ahnung. Aber ist schön hier. Ist richtig, richtig schön. Fritz, alles okay? Dort unten, ich weiß nicht, ob man es überhaupt sehen kann auf der Kamera, ist der See, an dem ich bin. Ah ja. Also ein krasser, krasser Höhenunterschied. Ich hatte noch ein bisschen mehr auf irgendwas gehofft, was ich verwenden kann, was mir was bringt. Himbeeren ist schon mal nicht schlecht. Da wird es wahrscheinlich an der Stelle auch noch viel, viel mehr solcher Sträucher geben. Ah ja, komm, wir müssen positiv denken. Wenigstens für die Himbeeren hat es sich schon gelohnt. Hab ja noch ein paar Tage vor mir. Tada, Jackpot. Hier ist noch ein extrem großer Busch. Da drüben ist noch ein kleiner, guckt euch das an. Guckt euch das an, wie voll der hängt. Oh, nice. Da, zack, zack, zack. Das ist natürlich super geil. Oh, saftig, knaftig, köstlich. Schmöchtlich. Fritz, was los, Alter? Da beginnt saftig, der... knaftig, köstlich, schmöchtlich, Alter. Da geht er los, der psychische Verfall. Mein Magen knurrt gerade. Ja, das kann ich auch sehen lassen, oder? Alter Falter. Sollen wir nachher schön wieder zusammenstampfen und dann uns einen schönen Smoothie mixen. Geil. Beziehungsweise werde ich das jetzt machen, weil mich mal interessiert, ob es mittlerweile auch unten am Camp genauso warm ist wie hier oben. Und wenn man einmal hier so ein Feld gefunden hat, ja, so 2 Quadratmeter vielleicht, wenn überhaupt, da lässt sich richtig gut was abernten. Wenn du eins mit der Natur werden willst. Dann musst du die Natur sein. Oh Gott. Was? Er ist bei Alien vs. Predator angekommen. Ja, ja, Time ja. for a little smoothie. Sieht geil aus. Yes, aber hallo. Limonade, frische Limonade. Nur 2 Euro der Becher. Ja, würde ich auch mehr für nehmen, du. An der Stelle, ja. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere das mega. Das ist irgendwie fruchtig, erfrischend, so ein bisschen kompottmäßig. Könnte es auch eine Werbung für irgendwas sein. Ja. Dadurch, dass man das ja mit Wasser auffüllt, wirkt es halt auch... Nee, Fruchtalarm! Oh, ja. Dann kommen die in den Mixer! Gleich richtig viel Zeit. Eine ganze Flasche. Auch wieder so würdeloses Essen, ne? Das ist irgendwie was anderes, als wenn man nur so ein paar Bärchen snackt. 10 Minuten lang. Da hat man nicht dieses Gefühl der Fülle. Und hier denkt man so, boah, geil. Mega. Oh, das Geräusch kriegt mich, ne? Oh.
Ja. Feldschärfe wiederhergestellt. Und sauber ist es auch gleich mal geworden. Jetzt fällt sie ihm runter. Oh nein, wie bitter wäre das. Ich habe mir gerade mal so Gräser hier unten rausgezogen. Weil? Jo. Kann man das essen? Ich habe keine Ahnung. Das ist Frühlingszwiebel, Alter. Schmeckt gar nicht mal so scheiße. Aber er zutscht aber ich so habe irgendwie Angst, irgendeinen Scheiß zu fressen. Und dann ach so, du mit weißt, kompletten Magenschmerzen, Durchfall hier rumzuliegen. Ja, er zupft sich irgendwann aus dem Wasser und lutscht das raus, ohne zu wissen, ob das gut ist? Würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen. Hätte ich Schiss. Keine Ahnung hier, habe. Fritz kaut den Wald an. Ja. Aber irgendwie... Irgendwie schmeckt's geil. Man vermisst ihn bis heute. Schweden finden, die Schweden finden nur immer wieder Bissspuren in Wäldern. Da ist auch innen drin, das ist so eine Außenhülle und innen drin ist so ein bisschen wie, ich weiß auch nicht. Naja, wir warten mal wieder ab, ob der Durchfall reinschallert oder nicht. Ich hier weitermache. Reinschallert. Oh, er flechtet. Nice. Ah, das ist doch cool. Wo ist das für seinen, nice. Das ist nice. Ein Snack-Armband. Ja. Wie findet er eigentlich meine Halskette? Geil, oder? Habe ich da was ganz Schönes ganze, gemacht hier. Der sitzt doch, ganze Kollektion. Du musst eins mit der Natur der werden. Der sitzt doch nicht still, ne? Nee. Er macht immer irgendwas. 6,5 Stunden später. Ja, der Stampferstock muss natürlich auch ordentlich verziert werden. Aber hübsch, geil. Ja, damit kann man doch arbeiten. So, okay. Digga, 4 Tage in der Wildnis. Zeit, die Friedenspfeife zu rauchen. Aber er fängt jetzt mal an, ein bisschen zu entertainen. Ja, finde ich gut. Hat nur einen absoluten Nervous Breakdown verlangt. Ja. Easy. Ah, das ist die. Warte mal. Sieht sogar fast aus wie ein kleiner Bogen. Chris. Aber das ist natürlich nicht so belastbar wie ein Bogen. Wenn ich jetzt den spannen würde, würde er natürlich brechen, weil das ist ein sehr, sehr, sehr dünnes Holz. Ehrlich, aber es ist noch frisches Holz, dadurch auch ein bisschen biegsamer, als wenn es totes Holz wäre. Ich bin guter Dinge, dass wir damit zumindest gönnen, ein bisschen... Würdest ihm gönnen, dass es funktioniert, nicht, dass es bricht? Nee, ich würde ihm gönnen, dass er das gewinnt, tatsächlich. Nachdem er schon nicht die letzte Challenge halt so falsch verstanden hat und deswegen einfach einen Tag durchgepennt hat. Ja, aber er hat doch jetzt auch schon wieder, er hat doch seinen Schnürsenkel genommen. Ist doch raus, oder nicht? Ist das? Ach, okay. Kann sein. Scheiße. Ich weiß, ein bisschen wir wissen es ja können. Nicht, aber... Aber wenn Funken kriegen... Wirklich, mir würde es schon reichen, wenn wir es schaffen sollten, ein bisschen Qualm zu erzeugen. Ja, weil dann ist es nicht mehr weit. Handbohrer die erste. Boah, das ist übel heavy. Das ist echt die hohe Kunst des Survivals. Okay, Schnürsenkel ist erlaubt, sagt er im Chat. Zack hätte ich keinen Bock mehr. Nee, Flo hat jetzt in den Wald geworfen. Ganz ehrlich, ich hätte schon wieder gegen einen Baum geschlagen. Ich wäre wahrscheinlich auch bei meiner Frusttoleranz, ich wäre wahrscheinlich irgendwie so wahrscheinlich am Tag 2 abgeholt worden, weil ich mir an irgendwas die Hand gebrochen hätte einfach, ey. Es ist übertrieben schwer, den Stock irgendwie drin zu behalten in der Klemme. Ist auch ein bisschen klein, ne? Ja, klingt nicht schlecht erstmal. Ich darf auch oben bei der Hand oben nicht zu doll drücken, weil sonst dreht sich das Ding gar nicht mehr. Alter, ist das hart. Das ist hart. Ich glaube, du musst erstmal den richtigen Rhythmus finden. Glaube ich auch. Ah, das sieht doch gut aus. Das wäre eine gute Geschwindigkeit gewesen. Wird es heiß? Ist schon ein bisschen warm geworden, aber man sieht halt noch gar nichts. Alter, das ist so hart. Also ich glaube, so brauche ich gar nicht erst anfangen. Also das schaffe ich sowieso nicht, weil die Konsistenz... Weil man dabei ja auch immer so ständig nach unten drücken muss. Ja, du brauchst den Druck. Ja so du brauchst ja den Druck nach unten. Langen Stock für... Konsistenz hast du. Das Durchhaltevermögen. Immer wieder runter, ansetzen. Aber nee. Also wenn, dann mit dem Feuerbohrer, aber... Ja, das Problem ist halt, dass das Holz hier... nass ist. Das ist doch frisches,
frische Kiefer. Der Feuerbohrer hingegen, der ist trocken. Ah, sieht gut aus. Ja. Wo? Oh. Da wird's doch schwarz, oder? Crazy mit der Mucke, Alter. Ich erwarte so viel. Aber braucht er nicht was da? Was Anzündendes? Nee, die Sehnenscheidenentzündung kommt. Vielleicht auch der Wind einfach scheiße. Sorry, Leute. Leider. Leider hat es nicht funktioniert. Schade. Es sah gut aus. Aber leider ohne Erfolg. Egal. Das wäre auch zu gut gewesen. Das war ein Bait, Alter. Wenn das geklappt hätte. Aber warum, was ist denn, warum geht er jetzt nicht los und sucht so ein richtig trockenes Stück Holz, wenn er selber sagt, ja, das ist übrigens nass, das kann ja nicht funktionieren. Ich finde, wir sollten tatsächlich einfach mal gucken, ob wir das hinkriegen. Selber. Ich meine, Wald haben wir doch genug bei uns um die Ecke. Lass mal einfach irgendwo hingehen und gucken, kriegen wir zu dritt aber Feuer. Olli, ist alles nass. Hier, nee. Ah ja, natürlich, ja. Hat geschneit. Natürlich, sorry. Ja. Ich hab keinen Wald. Nee. Nee, kein Wald. Alle Beton. Da, wo du hingeguckt hast, siehst du gar... Nee, siehst du nichts. Nee, seh ich nichts. Sehe original nichts. Aber ich, sehe ich die Garage von Nachbarn. Habt ihr aber da steht ein Baum. Habt ihr Brennholz bei euch, Flo? Klar. Nice, dann haben wir doch schon mal trockenes Holz. Natürlich habe ich Brennholz. Ein Stock das kriegen ist auch wir trocken. Auch. Das ist trocken wie Sau. Ja, eben. Stocken kriegen wir auch, einen Stock. Naja, also ich würde es mal wirklich gern probieren einfach. Ja, aber gibt es nicht so ein Feuer, wie heißt das hier, Feuerbogen? Jetzt hör auf, mein Bauen, Paul. Paul monetarisiert jetzt. Das schon wieder durch hier. Hier, Überlebenstour. Dann hätte der Herr Gemeinicke aber geguckt. Oh. Hier raus werde ich jetzt den Bohrstab machen. Ja, mal gucken, ob das klappt. Hat Fabio das geschafft? Ja, aber genau, mir fehlte jetzt bei Chris auch tatsächlich Zunder und so. Vielleicht wollte er erst mal testen, ob es generell geht, bevor er Zunder holt und so. Ja, aber doppelt Energie verschwenden? Ich habe jetzt hier so eine Kerbe reingemacht. Hier ist das Loch. Für den Stock. Wofür ist die Kerbe? Luft für den Zunder. Wenn ich dann hier reibe. Das ist, erinnerst du dich an Castaway? Da gibt es ja auch diese lange Sequenz, wo er Feuer machen will. Und er hat dann, ich habe Feuer gemacht. Seht euch mein Werk an. Ja, mega geile Szene. Aber da hat er auch den Moment, wo er realisiert, dass er das Aufliegen hat und dass er eigentlich was unten drunter, da gibt es dieses, da muss Luft dran, diesen Moment, wo er das realisiert. Und ich glaube, das soll das wahrscheinlich sein. Das würde ich jetzt mal denken. Ah, okay. Und hier noch Sauerstoff rein, sodass ich da schneller. Wir hätten doch einfach schnell laufen lassen können. Also zumindest okay. Eine Theorie. Und ja. So, und jetzt habe ich hier das Teil, was ich hier so oben drauf drücke, wenn sich das dreht. Da habe ich auch noch hier so eine Kuhle reingemacht. Ich hoffe, man sieht das. Ich weiß von nichts davon, ob das reicht. Ja, das sieht man so einigermaßen. Auch Schneesenkel. Oh Gott. Irgendwie funktioniert das noch nicht so richtig mit der Riesenstock genommen. Dem Bogen hier, dass sich das schnell dreht. Ich weiß noch nicht warum. Weil es nicht fest ist. Ich habe jetzt mit der Spannung vom Schnürsenkel gearbeitet. Unterschiedlich, aber. Na, nochmal. Ach nee, geht nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das Ding ist viel zu groß. That's what she said. Ja, aber es ist ja wirklich so, je länger der Stock ist, umso mehr musst du ja die Balance halten. Das Ding einfach ein bisschen kürzer machen, muss ja nur die Hitze an der Spitze sein. Ohne den Bogen. Hier liegt das Bohrbrett. Hier das ganze Zundermaterial. Yeah, wenn ich denk hier mir die ganze erste Zeit, yay, yeah, sein Körbchen. Das hier rein, da sind ja. Birkenrinde drin. Und dieses Mooszeug getrocknet drumherum und dann ja alles geil. Andere drauf. Aber ich glaube, jetzt heißt es erstmal, dauert jetzt erstmal.
Oh, nee, oder? Never. Da machst du ja höchstens die Hand mit auf, ey. Ja. Vor allem, sein Problem ist jetzt, durch die Kuhle, die er gebaut hat, achte mal drauf, das Ding liegt nicht die ganze Zeit auf einer Stelle. Das wackelt da unten drin hin und her. Na gut, aber das geht relativ fix, glaube ich, dass das nicht mehr ein Problem ist. Ja, aber das ist, irgendwie ist da nicht genug Spannung auf seinem... Nee, der ist, der muss, da muss mehr Spannung auf den Schnürsenkel, oder? Ja. Ist das nicht schon die Lösung? Frustriert mich beim Zugucken. Alter, sein linker Arm. Die Tätowierung. Mega bunt. Sieht ganz weird aus. Sieht ganz weird aus. Das sieht aus, als hätte er so einen Sleeve ja, sich angezogen, den man so zum Fasching kaufen kann, ne? Ja. Super witzig. Oh lol. Oh nein. Wer denn? Der ist ihm gebrochen. Ich glaube, die Auflagefläche war eben nicht groß genug, weil es war eben mehr wie eine Spitze. Und jetzt habe ich das mehr so rund geschnitzt. Oh, das sieht doch schon besser aus. Ja, aber gut. Kürzer jetzt auf jeden Fall, aber ich glaube auch noch zu dick. Ich glaube an sich, der Rhythmus von den ersten Drehungen war gut. Na, stoppt auch zu oft. Das nee, sieht das besser sieht aus. Gut aus. Das sieht gut aus, ja. Das können wir werden. Boah, wie ist in den Ohren, Bummer. Boom, 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 ja. Oh nein! Entweder ist gleich in der Fischreuse noch ein Fisch oder ich gebe für heute leider auf. Nicht meine Art, aber mir ist einfach wichtiger, hier die Tage noch durchzustehen. Und wenn ich jetzt hier noch ein, zwei Stunden da mit dem Ding rumprobiere und nachher reißt hier noch der Schnürsenkel, mit dem ich gerade sowieso ein Problem habe, den wieder reinzubekommen, weil hier das Ding ausgefranst ist. Oh no. Ja, gebe ich für heute. Aber er hat doch einen Feuerstahl. Er kann noch ein Feuer machen, er kann noch ein Feuer machen und sich wieder eine Plastikspitze schnell brennen vom Schnürsenkel. Das wäre ja machbar. Das wäre eine Idee. Und ich hätte gerade gedacht, spare ich Energie von allen Sachen, die drauf haben in der Wildnis, wäre Feuer machen so ein selbstverständliches Ding. Hat eigentlich ganz gut angefangen. Überrascht mich komplett. Ja, das ist halt ein Feuerstahl. Ja, ja, aber ich hätte gedacht, das ist so ein Ding, was dann jeder irgendwie schon mal probiert hat und wo man weiß, es funktioniert halt, oder? Ja, hat wahrscheinlich jeder schon mal probiert und sich nach einer halben Stunde gedacht, ach, was für ein Scheiß, und hat seinen Feuerstahl geholt. Also ich kann mich erinnern, ich war damals mal im Naturkundemuseum und da durfte man das selber ausprobieren und auch da war es schon frustrierend. Das weiß ich noch. Ich glaube so, nach der Skizze her sieht das richtig aus, aber ja. So, Martin regelt, oder? Nee, Martin macht ja nicht mit, der baut. Ach stimmt, der wollte ja seine Couch bauen, ne? Martin macht nichts. Martin gibt einen Fick drauf, Martin baut sich eine Couch. Ja. Nice. Der Schnitt auch. Dame? Nur noch 30. Das ist ein Läufer, oder? Kann auch sein. Da fehlt dann aber der Schlitz drin so. Ich sammle mir gerade mein Armbrot zusammen, meinen kleinen Blaubeer-Smoothie gibt es nachher wieder. Und es ist krass, der Kopf ist die ganze Zeit am Rattern. Und heute ist auf jeden Fall das Gefühl Einsamkeit sehr präsent. Ich weiß, vielleicht klingt es lächerlich für euch da draußen, ich weiß, es ist erst Tag 4, aber es ist doch komisch, die ganze Zeit alleine zu sein. Nee, ich fühl's voll. Ich kann wenigstens noch mit der Kamera irgendwie reden und meine Erlebnisse für euch dokumentieren, aber trotzdem, man sitzt irgendwie so da, hat niemanden, mit dem man diese Erlebnisse teilt, niemanden, mit dem man reden kann und meine Gedanken... Er hat schon wieder so ein Panne Dreck im Gesicht. Ja, stimmt. Da hier an der Nase, ne? Ja, bei meinen Liebsten. Nein. Bei meinen Freunden und bei meiner Familie. Hä, was wirkst du übertrieben was scharf? Was die gerade machen und
Ist das digital das ist schön, draufgesetzt? Quasi jetzt mit ihm Zeit. Ich glaube, das ist ein Vieh. Ist krass, wie, ist wie 4 Tage ausreichen, um einen mal wieder so ein bisschen zu erden und zu zeigen, worauf es wirklich ankommt. So aus. Auf ein gutes Umfeld. Oh nein, das wäre sad. Auf was Geiles zu essen. Ja. Yeah! Alter, bei ihm läuft das Bären-Game aber auch so richtig, ne? Ja, strong, Alter. Aber er hat noch gar nicht angefangen, Feuer zu machen, ne? Nee. First try. Ah, Fritz zieht bestimmt durch. Der kriegt das hin. Der sieht halt richtig lecker aus, immer, der Johannisbeersaft. Auf euch, Leute. Heidelbeer, ja. Da geht's los, oder? So, Freunde, Tag 4 neigt sich so langsam dem Ende. Feuer ist schon mal angemacht, weil hier wieder 50.000 Mücken sind. Das ist nicht mehr normal. Habe ich so auch noch nicht erlebt in den letzten 4 Jahren in Schweden. Ja, jetzt, willkommen zum sorry, aber die Mücken haben ja jetzt auch wirklich jedes Leben auf dieser Insel einfach leersaugt, inklusive sämtlicher Insekten und Regenwürmer. Und plötzlich kommt da so ein Menschlein. Na, aber gib ihm. Tage. Es ging um das Feuerbohren, Handdrill, Bowdrill. Und ich muss leider ankreuzen, nicht geschafft. Also 0 Punkte. Ich gehe stark davon aus, dass es auch kein anderer geschafft hat. Ich habe es jetzt nicht ultra krass probiert, indem ich alles gebaut habe, weil ich bin die Sache von hinten ran aufgegangen. Ihr habt es mitbekommen. Ich muss die entstandene Glut zu einem Feuer entwickeln lassen. Und dafür habe ich einfach für meinen Geschmack oder für meine Erfahrung, ich habe da nicht viel Erfahrung bei dem Bereich, in dem Bereich, nichts Passendes gefunden. Ich kenne das mit trockenen Gräsern, wo man dann so richtiges Zundernest baut. Aber hier ist alles irgendwie nass, moosig, Heidelbergkraut. Ihr habt es gesehen, oben auf der Freifläche. Das heißt, wieso soll ich mir so extrem viel Arbeit machen mit dem Bohrer, dem Bohrbrettchen und so weiter, mit der stundenlangen Abrubbeln, wenn ich dann die Glut doch trotzdem nicht in der Flamme verwenden kann. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. I'm a Firestarter. Habe ich nicht geschafft. Kann ich verstehen. Wenn jemand diese Challenge schaffen. Aber ich bin so, ich weiß nicht, also ich stelle mir immer so ein bisschen vor, wie würde ich mich in der Situation verhalten. Ich bin natürlich, ich habe noch nie Survival gemacht, ist natürlich jetzt wieder Backseat Survival hier. Ich hätte mir aber tatsächlich gewünscht, dass irgendeiner der Teilnehmer jede Challenge irgendwie so ernst nimmt, als wenn es um Leben und Tod geht. So, also beim Feuer machen dann halt so wirklich, okay, wir nehmen jetzt einfach mal an, ich muss dieses Feuer machen, um zu überleben. Und dann musst du halt auch wirklich alles da rein investieren, um dieses Feuer zu machen. Aber es geht ja schon um Leben und Tod. Die Challenges sind ja nur noch oben drauf. Das ist richtig, ja. Ich weiß nicht. Ich hätte mir da wirklich einfach noch ein bisschen mehr Tryhard gewünscht. Ist halt die Frage, also wenn ich irgendwie jetzt da 3 große Fische, 400 Gramm am Tag rausziehen könnte, dann würde ich da auch richtig rein investieren, da mich richtig anzustrengen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn ich da mit 3 Smoothies am Tag über die Runden kommen muss, hätte ich da auch wenig Ambitionen. Mhm. Weiß ich nicht. Kann ja, weil ich jetzt dem gefragt nicht sagen. Wird, aber wofür? Stellt euch einfach mal vor, es wäre ein bisschen kälter und du hättest kein Feuer starten. Das ist legit deine einzige Möglichkeit, ein Feuer zu machen, damit du die Nacht nicht erfrierst. Ja, weil du keinen Schlafsack hast oder so. Nee, ja, aber es wird dir nicht gelingen. Ich meine tatsächlich in einem Mindset, wo du sagst, ich könnte nicht abbrechen. Es gibt kein Abbrechen. Dann bist du tot. Ja, wahrscheinlich. Naja, ich verstehe dich schon, Olli, aber ich glaube, das ist auch einfach zu machen. Also ich bin mir nicht mal sicher, die geben so einen extra Twist noch dazu, aber ich glaube nicht mal, wenn sie gar nicht da wären, würde das der Unterhaltung gar nicht so viel Abbruch tun. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Weil ich finde es voll geil. Also ich muss ehrlich sagen, die Nummer von Martin, dass der sich da ein Sofa am Strand baut, finde ich einfach geil. Also so finde ich bisher geiler, als ich habe kein Feuer gemacht. Ja. Okay. Ich drück mal cool. Play. Ja, mach mal. Sollte. Katapultiert ihn das natürlich exakt nach vorne. Weil wer das geschafft hat, kriegt 7 Punkte. Aber alle mal, anderen, 0. Ist jetzt noch einer offen? 4 Leute? Das Chris hat keiner geschafft. Fritz hat es nicht geschafft, Fabio hat es nicht geschafft.
Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, wie viele Mücken hier rumschwirren. Das ist auch so ein Ding, das will er immer gerne zeigen. Ne? Das oder ob man das gar nicht erkennt. Hier ist alles voll. Also vor mir sind locker 50 Mücken. Ne, sieht man nicht, Fritz. Und ich habe mir vorhin mal den Spaß gemacht, als kleine Aufgabe, als ich hier drin saß, heute Nachmittag ungefähr, und habe wirklich eine Mücke nach der anderen erschlagen. Eine halbe Stunde lang. Es kamen immer wieder neue. Es wurden aber auch nicht weniger. Ich habe das Gefühl, eine zermatscht, kam die nächste. Eine zermatscht, kam die nächste in die Gruppe. Also ich glaube, so viel Heidelbeeren, wie es hier in Schweden gibt, so viel Mücken gibt. Nee, es ist, die Wahrheit ist, dass sich Mücken in Squads, in Death Squads bewegen. Mhm. Und es gibt eine ganz, ganz festgelegte Mückenhierarchie. Und die Mücken wissen einfach, dass wenn einer aus einem Squad erledigt wird, ja, es gibt immer Nachrücker, ja, die in den Büschen warten darauf, ne, die kriegen dann ihren Einsatzbefehl und werden an die Front gerufen sozusagen. Und dann wird das Death Squad wieder aufgefüllt. So funktioniert das. Doch. Das Einzige, was ein bisschen hilft, aber auch nur ein bisschen, ist Feuer. Hier ist schon wieder eine. Upp. Aber nicht mehr ganz so viel. Aber wenn genau. Da so viele sind, kann er die nicht fangen und essen? Genau, das sind sogenannte Nachmücker. So ein Burger-Patty draus machen. Ja? Ja. Mücken-Burger-Patty ist, glaube ich, richtig räudig, Alter. Bis die letzten zwei Stunden einfach nur im Wasser gechillt, ein bisschen was geschnitzt. Okay, Freunde, wenn er jetzt schon anfängt mit hab ein bisschen gechillt, schließen wir Wetten ab. Welches Essen? Letzte Folge hat es nicht geklappt. Welches Essen folgt? Hä, letzte Folge hat es nicht geklappt. Paul und ich hatten beide recht. Ja, stimmt, aber erst später, aber nicht in der Szene, die erst wir gecallt später, haben. Ja. Okay, welches Essen callt er jetzt? Ich sag Spaghetti in Knoblauch. Nee, ich glaube, heute besinnt er sich auf seinen Berliner Dasein und er callt heute mal eine Currywurst. Ah, fuck, die wollte ich nehmen. Oh, strong. Okay. Ah, dann nehme ich den Chat, dann bin ich der Chat. Der Döner. Okay. Ja, klar. Ja, ich glaube, ist auch ein Safe Call, der Döner. Könnte sein, ja. Spaghetti mit Knoblauch, Freunde. Ich fühl Currywurst so. Ja, Habe ich auch gefühlt. Und lass den Tag jetzt ein bisschen ausklingen. Immer noch geiles Wetter. Ist ein bisschen windiger geworden, aber die Sonne ballert immer noch gut. Das war Tag 4. Oh, hör mal auf, Chris. Spiegel ja, ohne. Drei kommen noch. Aber ist alles machbar. Komm schon. An Tag 5 beschließt er dann sogar mal was zu essen. Ich habe jetzt nochmal Moos eigentlich geholt. Bin mittlerweile bei der dritten Lage. Also wenn das nicht bequem ist, weiß ich auch nicht. Und jetzt sogar auch ein bisschen Moos für meine Beine, weil die lagen bislang immer extrem hart. Aber das muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein. Riesen so. Habe ich verstanden. Ich wollte die anderen noch auslachen, dass sie einen Mückenschutz mitgenommen haben. Weil in den ersten beiden Nächten gab es keine Mücken, weil es in der ersten Nacht geregnet hat. Danach war es super stürmisch gewesen, aber letzte Nacht, nada. Und die Mücken waren am Start und nicht gerade wenig. Da ich jetzt noch eine Stunde gut Licht habe und mir ein bisschen langweilig ist, gehe ich nochmal Bären sammeln. Nochmal rüber zu diesem... aktiver, ne? Ja. Da kenne ich das Castle-Parcours und dahinter wieder in den Wald und noch ein paar Bären sammeln. Aber hier ist alles voll. Hier sind so viele Bären. Wo geil? Also ich feiere es gerade sehr. Bis auf die Mücken, die feiere ich gar nicht. Wenn ich mit einem Fingerschnipsen alle Mücken auf der Erde auslöschen könnte und deren Larven, dann würde ich es tun. Dann würden wir alle sterben. Schande über mein Haupt. Ja. Sicher? Aber Mücken braucht keine Sau. Die sind doch, sind Mücken wirklich so wichtig für ich glaube, Nahrungsquelle für viele andere Tiere. Ich glaube auch. Also es würde wahrscheinlich einen krassen Schneeball-Effekt haben, wenn die einfach von heute auf morgen weg sind. Sagt man ja immer, dass wenn man einen so einen Faktor rausnimmt, so, aber sind Mücken wirklich so wichtig für ein Ökosystem? Ich finde, wir könnten es auf einen Versuch ankommen lassen. Gedankenexperiment. Wenn man mit einem Schnippen alle Mücken ersetzen könnte durch was anderes. Das wäre besser. Hornissen.
Aber die guten hier aus Hokkaido, die großen Viecher, Alter, diese Todeshornissen. Diese Todeshornissen, Alter. Nee, die diesen halluzinogenen Honig, den Joko und Klaas gefressen haben. Ich finde den Call im Chat, Büffel zu nehmen, auch einfach gut als Ersatz. Ich glaube, also, das ist eine richtig schlechte Idee, Alter. Die sind übrigens also wichtige Nahrungsmittel für viele Tiere. Bestäuben ganz viele Pflanzen. Ich will es einfach nur mal gucken. Mücken bestäuben Pflanzen? Ja. Unweigerlich, ja. Und es gibt viele verschiedene Mückenarten. Nur ganz wenige wollen unser Blut. Ja, aber die sollten auch alle sterben. Wahrscheinlich könnte man die einfach Ich wollte gerade sagen, ersetzt die einfach. Denkt doch einer an die Schwalben. So, wieder zurück im Camp. Das ist die Ausbeute. Das ist nix. Ich sehe den Boden noch. Ja, schmecken lassen. Das ist ja mein Abendbrot. Es gab zum Frühstück Blaubeeren. Oh, hier ist eine Mücke. Und es gibt zum Abendbrot Blaubeeren. Scheiße Mücken, ich hasse euch. Er ist im Krieg. Für mich heißt es wieder rein in die Mückenhölle. Wuhu. Ich hau mich jetzt in die Kiste. Das war wieder mal ein sehr langer Tag. Das war ein sehr langer Tag. Irgendwie ziehen sich die Tage extrem, wie ich finde. Das ist auch so das einzige Manko. Wenn ich jetzt irgendwie noch irgendwie eine zweite Person hier hätte, du wärst irgendwie hier mit jemand anderem noch, dann wäre das voll chillig. Dann wäre das echt eine coole Sache. Ne? Man hat Unterhaltung, man kann quatschen. Aber alleine. Stell dir mal vor, du hast da wirklich noch jemanden bei und dann kommt so an Tag 2, kommt so einmal so aus dem Kalten so ein. Na, ich glaube ja diesen ganzen Quatsch mit Corona nicht. Oh. er kehrt oder, alleine zurück. Oder einfach noch ein Level schlimmer. Noch ein Level schlimmer. Das ist jetzt aus Zitationsgründen, um eine Situation darzustellen. Bitte nicht aus dem Kontext reißen. Aber stell dir wirklich mal vor, du bist da mit einem Typen, den du nicht kennst. Und dann haut er irgendwie an Tag 2 irgendwie so was raus wie, es war ein bisschen einsam. Aber wenigstens keine Kanacken hier. Oder irgendwie sowas. Und du weißt schon, alles klar. Das ist schnell wieder einsam. Spätestens an Tag 4 werden wir uns wohl prügeln müssen. Stell dir mal vor, genau, oder der kommt von der Seite ins Bild. Dynamo. Wäre lustig. Wäre schon witzig. Aber ich muss sagen, für Staffel 2 so eine Team-Edition. Ja, das hat tatsächlich. Hat's Flo gefetzt? Ja, in dem Moment hat er Bluescreen wetten. Der Dynamo-Mann kam und rächte sich. Dynamo, aber er ist wieder da, ne? Ja. Ja, ja. Aber die Cam bewegt. Ach doch. Nee, aber das hat Olle Trimax auch schon. Meinte auch, er will das unbedingt machen. Survivalen und so weiter und so fort. Aber nicht alleine, weil das findet er doch zu krass. Das ist ja zu lame. Ich sehe das ja auch. Ich würde das unbedingt ausprobieren gerne. Wie gesagt. Ja, aber dann bist du... Aber also, ich nicht, also alleine da bin ich auch raus. Nee, schon nicht alleine, ja. Aber Team ist halt auch krass, ne? Also so zu dritt? So zu dritt wäre aber irgendwie geil. Ja. Also ich würde, das Geile wäre halt tatsächlich, ich glaube, wir hätten gute unterschiedliche Qualifikationen, die dann funktionieren würden. Ich würde zum Beispiel den ganzen Tag Bären sammeln. Das sehe ich mich. Du kommst dann immer mit so einem kleinen Becher nur zurück. Ja, nee. Ich wüsste gar nicht, wo ich mich sehe. Na, mach halt irgendwas. Nice, Alter. Nice. Ich bin fürs Film zuständig, Alter. Sehr gut. Wir filmen Paul dabei, wie er Bären sammelt. Genau. Ich warte, Paul. Bück dich mal nochmal ganz kurz. Wir wollten nochmal einen anderen Winkel. Mhm. Wir wollten heute noch ein bisschen B-Roll drehen, bitte. Kannst du nochmal hochlaufen? Machen wir. Genau, also richtig ZDF-Doku, Alter. Ja. Ich stehe jetzt nur am Wasser, sitze am Wasser, schnitze, singe welche Lieder vor mich hin. Oder habe Lieder im Kopf. Denk an gewisse Personen. Ich meine, man findet auch Zeit für sich, um nachzudenken über gewisse Sachen. Das auf jeden Fall. Aber irgendwann reicht es dann auch wieder. Und ich möchte gerne wieder zurück in die Zivilisation. Vor allem möchte ich sehr gerne zu meinem Dönermann. Paul! 10 Punkte für dich. Vielleicht. 7 Punkte. Ja, aber auch. Ich kann mich gerade an der Stelle an und meine Rolle. Stimmt. Legitimer Gedanke.
Reuse liegt hier. Ist jetzt auch mehr Wellengang. Oh, die Reuse, ja. Scheinbar wurde die da rausgeschwemmt und dann hier rüber getrieben. Ja. Ernüchternd. Ja, so krass, was es für einen Unterschied macht, wenn man kein Handy hat. Man ist nicht erreichbar, man ist nicht abgelenkt, sondern hier, ich sitze jetzt einfach nur hier so am See. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Normalerweise würde man dann irgendwann anfangen, aufs Handy zu gucken, dann kommt eine Nachricht rein, dann ruft man jemanden an und dann fällt einem irgendwie ein, ah, das könnte ich noch gerade googeln. Und man befindet sich überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt, weil man dauernd so eine To-Do-Liste hat und jederzeit alles machen kann durch dieses Handy. Man kann jederzeit alle anrufen, man kann jederzeit alles, was man an Antworten sucht, an Wissen haben will, nachschauen. Man kann sich unterhalten lassen, dies, das. Und es ist voll krass, seitdem ich hier, also jetzt, wo ich hier bin, kommt das auf einmal so, dass mir dauernd so random irgendwelche Sachen einfallen aus der Kindheit oder vor ein paar Jahren, an die ich überhaupt nicht mehr gedacht habe. Ich glaube einfach, wo mein Gehirn mal Zeit hat, nachzudenken, anstatt dauernd nur abgelenkt und im Modus zu sein, so. Und das finde ich gerade ziemlich krass. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen Tag hatte, wo ich irgendwie gedacht einfach nur so in den Tag hineingedingst habe. Fabio, hast du von allen das, der Witz ist ja, größte Aussteigergehen, ne? Hier, das ist ja eigentlich die Realität, weil schon so ein bisschen, zu Hause gucken wir unsere Netflix-Serien, zocken Computer, gehen ins Kino, gucken auf Social Media irgendwas, dies, das. Jeder hat seinen Job und so weiter. Aber das, was wir hier gerade machen bei Seven vs. Wild, ist ja eigentlich das, was eigentlich das Leben ist. Man kümmert sich ums Überleben. Das Handy ist die Matrix. Und wir leben irgendwie nur in so einer Plastikwelt. So, wenn man was braucht, geht man in den Supermarkt. Man ist völlig lebensunfähig ohne Supermarkt und so weiter. Und das ist alles so eine Scheinwelt irgendwie. Keine Ahnung. Ganz strange, was ich kann. Stimmt ja nicht. Kann ja auch meine Nachbarn überfallen. Nee, ja, aber ich fühle diesen, also ich verstehe das total, ja, auch diesen Gedankengang. Aber es ist halt so, ja, wir hatten halt leider Evolution und Industrialisierung. Und also es, ja, ist ja nicht so, als ob... Ich verstehe ihn auch, aber man tut halt so, als ob, ja, nee, das ist eigentlich, also der Spruch, das ist eigentlich die Realität, ist halt so, ja, vor 500, nee. Boah, ja, das ist halt, ich wollte gerade sagen, das ist halt Jahr, nicht, ja, naja, es ist auch schon die Realität 500.000. Vor 100 Jahren, so nach dem Motto. Aber das ist ja nicht die Realität, in der wir jetzt leben. Und ich finde es auch dann immer ein bisschen so, in dem Moment hittet das natürlich krass, aber ich finde so dieses Nonstop Verzicht romantisieren auch, ja, immer ein bisschen Quatsch. Ja. Das ist, ja, also ich verstehe den Kern seiner Aussage, aber es ist an der Stelle ein bisschen pathetisch, finde ich. Aber ja, klar, aber die Rückbesinnung, aber ganz ehrlich, macht auch mal Sinn. Ja, und wenn du in der Situation bist, ich fühle ihn da komplett. Wer von uns hat nicht schon mal irgendwo mit ein paar Kumpels an einem See gesessen und sich gedacht, boah, eigentlich ist das hier doch voll der reale, ja, Moment, geil, Alter. Das ist ja übelst auch das Leben, Mann. Mit einem Dübel in der Hand. Von allen, ich habe schon zwei Stunden nicht auf mein Handy geguckt. Ich fühle es komplett, ey. Ja, wo aber ist mein Handy überhaupt? Scheiße. Technisches Detoxen finde ich ja nicht schlimm, aber ich finde halt dann so zu, also jetzt, ja, zu sagen, that is it eigentlich, ja, nee. Hat für Gedanken, aber ja. So, das Feuerholz-Sammeln beginnt. Ich war gerade mal bei der Reuse gucken, da ist nichts drin, aber sie liegt immerhin noch da, wo sie liegen soll. Und ja, dann sammeln wir jetzt mal alles für einen gemütlichen Abend in der Höhle. Alter, das ist das trockenste Holz der Welt. Ja. Es ist einfach super krass, wie ich als Einzelperson hier diesen gesamten Waldabschnitt in den letzten Tagen leergeräumt habe in Sachen Brennholz. Also klar, ich habe keine Säge, deshalb habe ich es ein bisschen schwieriger und habe da nicht die komplette Auswahl. Aber das ist unfassbar. Ich muss jetzt richtig weit mittlerweile gehen,
um weiteres Brennholz zu besorgen. Und da fragt man sich, warum das damals vor ein paar hundert Jahren echt Probleme gab, dass komplette Wälder einfach weggeholzt wurden, ersatzlos. Ja. Das ist schon krass. Hier alleine. Finde ich so krass. Boah, danke schön. Ist einfach alles leer gefegt. Aber gut, bei mir brennt auch die ganze Zeit hier die Hütte, ne? Also in den ersten zwei Tagen war es, glaube ich, daher ziemlich viel, konstant, die ganzen Nächte durch. Jetzt mache ich es ja nur noch abends an. Aber es ist schon krass. Also ich hoffe, ich komme noch die nächsten Tage damit hin. Es sind ja noch ein paar Tage. Ich suche diesen Wald nach Holz ab, nach Holz ab und werde dem Wahnsinn nah. Du, dai, di, dai, du, dai, di, du. Wo ist Holz? Wo ist noch Holz, das ich benutzen kann? Hat er irgendwas gefunden? Holz, Holz, Kraut? Holz. Irgendwelche Pilze? Mehr Pilze. Guck mal, da fehlt doch was an dem Roten. Da hat er Knabbern hat er doch. Ich brauche Holz, das ich gut brechen kann, was nicht zu dick ist, aber auch nicht zu schmal. Oh, da hinten könnte etwas liegen. Weitergedacht. Staffel 7, die Musical Edition. Ja. Ich habe gerade krasse Nino-Vibes. Ja, ein bisschen. Ja. Wir schauen das jetzt mal an und laufen über die Felsen wie den ganzen lieben langen Tag ebenfalls. Hier ist Holz, das ist aber nass und morsch. Das sehe ich doch schon, das kann ich nicht verwenden. Was ist da vorne? Hier ist ein kleiner Sprung über eine Schlucht. Hui. Nice. Das hui, war schon aber kann das, sein, dass wenn du drei Tage richtig Scheißwetter hast und dann hast du einen Tag lang richtig Sonne mit dem ganzen Survival, die sind ja alle jetzt gerade, kommen die in so einen Modus. Kann das sein, dass das dann irgendwie kickt so, dass dann irgendwie... Du merkst einfach, wie viel Energie plötzlich mehr einfach zur Verfügung steht, wenn du Sonne hast. Ja, ist schon krass, ne? Ja. Hui. Meine Frau, meine Kids vermisse ich natürlich krass hier, ganz klar. Ich habe kein Problem damit, allein zu sein oder wie auch immer. Aber jetzt gerade zum Beispiel, Vorsicht, mache deine ich das Feuer an. Fackel gleich ab, ich daran, wie gern meine Kids mit mir Kartoffeln im Feuer in Alufolie machen und dann Butter drauf schmieren. Alter, die Kamera wird immer dunkler. Und meine Frau würde mich dann fragen, wie ihr Tag war, was sie heute gemacht hat, wie es den Kids geht. Das ist halt das schon war strange, die letzte Aufnahme von Fabian. Ich habe noch nie, ich mit meiner Frau in... Die Linse schmilzt gerade. Wie langsam jetzt zusammen seit 13,5 Jahren hat mir noch nie am Stück 5 Tage keinen Kontakt. Also natürlich war ich mal irgendwie unterwegs, aber dann halt immer telefoniert, geschrieben, Videocall. Das ist schon strange. Aber ich weiß, dass die, sowohl meine Frau als auch die Kids, super stolz auf mich sind. Wenn ich das hier schaffe und ja, deshalb nach 3 Tagen, dann habe ich mein Handy wieder. Ein geiles Bild, das sieht so unecht aus, der Wald jetzt, ne? Mhm. Wie so eine Tapete. Mhm. Adi, okay. wie weit so ist er? Aus? Was macht man, wenn man Langeweile hat? Genau, man schnitzt sich einen Löffel. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben überhaupt schon mal jemals mir einen Löffel geschnitzt habe. Aber du hast nicht nur einen Löffel geschnitzt, du hast einen Löffel mit einem Schuhlöffel dran geschnitzt, Alter. Das ist ja richtig nice. Der Schuhlöffel-Löffel. Bin ich jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich ihn trenne. Und den wollte ich euch natürlich zeigen. Weil es ist natürlich clever, wenn du den so lang lässt mit dem Stock dran. Ne? Es ist leichter, den zu handhaben. Und ja. Zack. Fertig ist der Löffel. Trick 17. Ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir Zeit genommen habe, um einen Löffel zu schnitzen. Ich hatte sonst noch nie so Langeweile. So, und jetzt Feuer an. Brutal ehrlich. Mir ist nämlich langsam kalt. Und das ist eigentlich so der schönste Moment am Abend. Es hat sich so ein bisschen zugezogen. Aber... mal sehen, was da raus wird. Er macht sich jetzt so ein richtig nice Strandfeuer, Alter. Das ist schon echt geil. Ich setz erstmal Feuer. Das ist schon echt geil. Schnitt, seine Couch brennt. Mehr. Das wäre so traurig. Oh, guck mal, Date mit Chris.
Date mit Survival Martin. Ist ja auch geil, jetzt so eine Nummer zu machen. Kamera daneben und so ein komplett durchgespieltes Ding. Ja, so ein weirdes, so, gibt so ganz weirde so ASMR-Roleplay-Sachen. Ja, kenne ich. Boah, jetzt kannst du schön grillen auf dem Feuer. Boah, ja. Geile Glut, ey. So, Feuer ist fast aus. Ein bisschen ist noch. Ich wollte mich verabschieden von Tag 4. Hoffe, Tag 5 wird besser, denn Tag 4 war absoluter Gulasch für mich. Emotionsgulasch. Gulasch. Es ist hart. Härter als gedacht. Nicht die Wildnis. Nicht die mangelnde Nahrung. Nicht das fehlende, was auch immer, Luxus, sondern die Einsamkeit. Mein Kopf, wenn der Freizeit hat, dann macht der mich fertig. Der will nach Hause, der will Menschen, der will Umgebung, der will. Ah! Gute Nacht, ich hau mich ins Bett. Wir sehen uns morgen, Tag 5. Geht's dir gut, Martin? Nee. 0-0-0-0. Das war eine sogenannte Nullrunde. Bommel hätte das geschafft, sag ich euch. Naja, Chris gewinnt mit 0 Punkten. Ja. So, das Feuer brennt wieder draußen. Weißt du, wer das geschafft hätte, Olli? Niklas hätte das geschafft, Olli. Ja. Cause he's on fire. Ich frag mich echt, was Niklas drauf gehabt hätte. Danke, Paul. Was? Bitte? Ich frag mich wirklich, was Niklas drauf gehabt hätte. Also. Na, auf jeden Fall keinen Helm auf dem Kopf. Und ne? Es wäre einer drin. Also, denke ich mal, so eine Stunde dunkel sein. Dann werde ich mich hier schön in den Schlafsack kuscheln. Stark, ganz stark. Und ja, jetzt geht es mir im Teil wieder ein bisschen besser. Ich hatte tagsüber ein paar ordentliche Hänger und ein paar ordentliche Tiefs. Der obwohl ist, stimmt, der ist war. Ja noch da. Ja. Was ich für mich einfach nochmal gemerkt habe, ist, ich brauche nicht schnell machen. In meinem normalen Alltag versuche ich alles immer möglichst effektiv. Ja, man muss betonen, der ist auch immer noch da. Der wurde nämlich vergessen. Niklas effizient, automatisiert, zack, zack, zack zu machen, damit ich halt alles Mögliche unterkriege. Aber hier habe ich so viel Zeit, dass ich manche Sachen jetzt einfach bewusster und langsamer und ganz in Ruhe mache, weil ich die Zeit einfach habe. Auch beim Blaubeer sammeln. Schön eine Blaubeere, noch eine Blaubeere. Nicht erbeeren und fertig sein. Bringt mir eh nichts. Ich habe ja die Zeit. Genau. Und ich brauche dauerhaft gefühlt eine Beschäftigung. Klar, ich kann auch mal 20 Minuten Pause machen in der Sonne liegen, aber ich kann nicht einfach irgendwo 2 Stunden lang sitzen und aufs Wasser gucken. Alleine. So. Nach 4 Tagen. Das heißt, ihr habt selbst gesehen, ich habe irgendwie diese Schachfiguren geschnitzt. Ich habe Feuer. Ja, Bruder, aber es fehlen noch 30 Stück. Nur sieh zu. Ja. Langsam. Nee, so wird dein Schachspiel aber nicht fertig. Ja. Jetzt gemacht. Ich bei der Wanderung irgendwie da oben erkunden. Habe mir die Smoothies da irgendwie gemacht. Feuerholz und was nicht alles schon mal vorbereitet. Mein Bettchen nochmal neu gemacht. Hier eine Ablage gebaut. Also ich glaube, das ist auch der Schlüssel für die nächsten Tage. Ich bin A gespannt, was für Challenges noch kommen werden. Aber ansonsten, egal was ist, ich brauche dauerhaft Beschäftigung. Ich muss immer irgendein Projekt haben, an dem ich arbeite. Immer ein Ziel und nicht dieses, ja gut, jetzt ist es irgendwie wahrscheinlich so vormittags. Was mache ich denn jetzt den Rest des Tages? Yeah. Ich würde mir eine Holzrüstung bauen und mich, wie er seine Hand vorhin, ich würde mich komplett rot färben. Nice. Und dann irgendwie zum Lager von einem anderen und einfach dastehen und sich nicht bewegen für eine Stunde. Ja, oh, Alter. Stell dir mal vor, du kommst dann auf den Trichter und folgst irgendwem im Wald und dann aber immer so auf 50 bis 80 Meter Abstand. Oh. So ein roter Typ in einer Holzrüstung, der dich nur anstiert. Bin ich Fan. Jetzt zum Beispiel wieder so den ab Nachmittags. Alter. Ich merke keinen Kraftverlust. Also ich fühle mich gerade lebendig. Ich muss sagen, wenn ich die Flasche richtig voll mache mit Bären, fetten Smoothie, ja. Mit ja auch komplett noch mit Wasser gefüllt, dann ist es auch richtig was Ordentliches im Magen, das 3-mal am Tag. Also klar, ich denke schon an geiles Essen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier liege, oh, ich habe keine Kraft mehr, ich kann mich nicht bewegen. Ich habe Energie, ich kann mich bewegen, ich kann hacken, ich kann basteln, obwohl ich nur Bären esse.
Komisch. Fritz ist der Einzige, der bisher das Smoothie gemacht hat, ne? Vielleicht ja. nicht über sonst wie viele Wochen, aber über die 7 Tage anscheinend schon. Na? Alter, ich liege mega bequem. Digga, ich hab Angst. Das ist gerade kein Vergleich zu den letzten Nächten. Ich habe letzte Nacht schon gesagt, beim Einschlafen, boah, so bequem und in der Nacht hat es mir wehgetan. Aber jetzt haben meine Beine sogar eine Polsterung und ja, mein Oberkörper und mein Kopf, die haben sogar mittlerweile eine dreifache Polsterung. Alter Vater, das ist gerade echt bequem. Tag 4, vierfache Polsterung. Oh, Sonne? Nee, er brennt. Diese Nacht ist zum Beispiel super, super kalt. Ich werde dauernd wach und schlaf kaum. Ich weiß nicht, wo drin es liegt. Oh nein, Fabio. Ob es einfach draußen kälter ist, weil das Feuer ist eigentlich auch die ganze Zeit an. Boah, ist so unfassbar kalt. Fabio! Fabio! Nein! Fabio! Die Sorgen kicken bei Olli. Oh nein. Fabio muss das Ding gewinnen. Fabio darf nicht rausfliegen. Nicht, dass er krank wird oder so. Sponsored. Bei Rhino Shield. Freunde, wenn ihr da einkauft, Shield. Dann bitte mit dem Code 7VSWILD. Wir so bedanken uns für dieses fantastische Programm bei Fritz. Fritz, liebe Grüße gehen raus. Bedanken uns natürlich auch bei allen anderen, die daran mitgewirkt haben. Dementsprechend, Freunde, ihr wisst ja, wie es läuft. Eine neue Folge bei Fritz gucken, dann rüber zu uns Reaction gucken. Und auf YouTube? Auch. Fritz. Ja, ihr hört kein Radio. Oder? Ah, lol, doch, jetzt erst verstanden. Ja. Hat bei dir natürlich funktioniert, weil du die Auflösung schon im Kopf hattest. Ja. I see. Stark. Freunde, guckt noch ein Video. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Abonnent seid. Nicht Sub ist auf Twitch. Aber wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank.